Jo und willkommen hier zu einem weiteren Video, heute mal mit einem Tutorial, und zwar ist das das erste hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute darum, wie ihr in Cinema 4D eine Laufanimation erstellen könnt. Das könnt ihr dann für Intros oder Animationen verwenden. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Erstens machen wir den einen, also irgendeinen von den meinen Füßen nach hinten und einen nach vorne. So. Dann bewegen wir hier den Körper, also eigentlich alles außer halt die Füße nach unten, soweit bis einer der Füße angewinkelt ist. Das reicht so eigentlich schon. Und dann bewegen wir diesen wieder nach vorne, so dass er angewinkelt ist. So. Wenn euer Skin schneller laufen soll, dann müsst ihr natürlich weiter nach hinten machen. Und hier weiter nach vorne. So. Dann, ich mache erst die Beine, also die Animation mit den Beinen, und dann erst kommt der Oberkörper, damit wir auch eine Reihenfolge haben. Also. Wir fangen jetzt hier an, indem wir erstmal hier das hier aktivieren. Das ist, damit er automatisch Keyframes setzt. Also wenn wir jetzt hier einmal bewegen, wird da normalerweise ein Keyframe gesetzt. So, am Anfang müssen wir den aber selbst machen. Okay. So, dann gehen wir. Ich würde sagen 10 weiter und machen jetzt den Körper nach vorne, so weit, bis der wieder am Schluss angewinkelt ist. So, da seht ihr, ist jetzt ein automatischer Keyframe gesetzt worden und das ist jetzt gut so, wie es ist. Da müsst ihr nichts mehr ändern. Dann nehmt ihr den Fuß, der jetzt so weit nach hinten ist, und macht den so weit nach vorne, bis dieser wieder angewinkelt ist. Das heißt, nicht so, dass es gerade ist, das sieht unnatürlich aus, sondern so. Okay, wenn wir jetzt nach hinten machen, sehen wir, macht er einen Schritt. Okay, es ist vielleicht etwas schnell, dann machen wir das auf 15, auch hier bei der Hüfte auf 15, so. Sieht vielleicht etwas besser aus. Ja, 15 müsste gut sein. Ihr müsst das halt selber dann schauen, wie schnell er laufen soll. So. Dann gehen wir wieder 15 weiter und nehmen wieder hier die Hüfte und machen sie so weit nach vorne, bis das Bein wieder angewinkelt ist. Und dann kommt dieser Fuß noch. So. Dann sehen wir, das sieht jetzt etwas komisch aus. Das liegt daran, weil wir hier vergessen haben, einen Keyframe zu setzen. Das heißt, wir müssen nochmal zurück und hier bei 15 auch einen Keyframe setzen. So. Dann gehen wir zu 30, machen die Hüfte nach vorne. So. Und dann das nach vorne. So, wird automatisch ein Keyframe gesetzt. Hier müssen wir dann selbst einsetzen. Und dann haben wir jetzt hier, wie haben wir das jetzt gemacht? Okay, so. Dann können wir wieder 30 weiter, 15 weiter. So. 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 Und so. Okay. Seht ihr, haben wir hier schon mal Schritte. Wenn wir das jetzt so lassen, würde das richtig unrealistisch aussehen. Deshalb müssen wir noch Kleinigkeiten daran ändern. Und zwar fangen wir hier mit der Hüfte an. Hier sehen wir jetzt einen geraden Strich. Und bei Animationen solltet ihr eigentlich immer darauf aufpassen, dass ihr keine solchen geraden Linien und Ecken habt. Denn das sieht normalerweise immer unrealistisch aus. Das heißt, ihr geht jetzt hin, geht immer in die Mitte. Bei 15 Frames ist das jetzt 8.
Und geht da hin und macht die Hüfte etwas höher. So. Muss nicht viel sein, einfach ein wenig. Dann geht ihr zu den nächsten, hier 23, und macht sie wieder etwas höher. So, dann hier hin, 31 und wieder höher. Okay, jetzt seht ihr, haben wir hier so eine Welle. Wenn wir das jetzt abspielen, sehen wir, das sieht schon realistischer aus als vorhin. Okay. Jetzt nehmen wir immer den Fuß, der hinten ist, weil hier haben wir auch noch gerade Linien, was nicht gut ist. Und machen das jetzt so, dass wir bei jedem Schritt wieder in der Mitte, also bei 8, den Fuß höher machen, weil wir, wenn wir gehen, ja, schleifen wir nicht den Fuß über den Boden, sondern heben ihn etwas. Das heißt, wir machen das auch hier. Dann wieder bei 23. Nee, 23, da steht er hier, sondern hier wieder 31. Also bei jedem sozusagen zweiten, weil ja, das andere Mal macht das ja der andere Fuß. So, dann machen wir das mit diesem Fuß auch. Also hier den ersten überspringen. Und dann hier 23 hoch. Und das war es dann schon für diesen Fuß. Ja. Okay. So. Perfekt. Okay. Jetzt kommen die Hände. Da machen wir genau das gleiche wie bei den Beinen, nur in die andere Richtung. Das heißt, wenn das eine Bein nach hinten ist, kommt der Arm nach vorne. Ja, das machen wir einfach so, nicht zu viel. Sonst sieht es aus, als würde er rennen. So, dann auch hier einen Keyframe setzen. Und dann hier. So. Könnt ihr etwas nach links und hier etwas nach rechts. Okay. Ja, dann gehen wir hier wieder 15 Frames weiter. Dann kommt dieser Arm nach hinten. So. Okay, und dieser Arm nach vorne. Ups, so. Ich dachte, wir hatten einen Frame gesetzt. Okay, so. Der kommt dann nach vorne, so ungefähr. Dann wieder 15 weiter nach hinten. So, 15 weiter nach vorne. So. Dann noch der andere Arm. Ups. Jetzt ist er nach hinten. Oh, so. 30. Wieder nach vorne. So. Und dann 45. So. Okay. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Okay, ist vielleicht etwas langsam, aber das könnt ihr dann ja später noch etwas anpassen. Ja, bei den Armen machen wir genau das Gleiche. Wir haben hier jetzt wieder nur gerade Linien, was wir nicht haben wollen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in die Mitte und machen hier immer etwas runter, damit es ein Schwung ist und ja, keine einzige Linie. So. Hier wieder etwas runter. Hier. Und das war's für diesen Arm. Dann noch die andere Seite. Das gleiche.
8 und da. Nicht zu weit, einfach ein wenig, damit wir eine geschwungene Linie haben. So. Okay. Das schauen wir uns wieder an. Okay, sieht gut aus. Dann kommt noch der Körper dran, damit das nicht so steif wirkt. Machen wir hier immer ein, so dass er etwas ja, mit dem Oberkörper sozusagen hin und her geht. Das heißt, wir machen erstmal, legen wir also der Oberkörper, der schwenkt immer auf diese Seite, wo der Arm, also wenn der linke Arm hinten ist, dann ist die linke Seite des Oberkörpers mehr nach unten. Das heißt, wir machen das jetzt so. Hier, um es immer gleich zu machen, mache ich es einfach so, dass ich hier minus 2 habe. So. Einen Keyframe setzen und dann bei 15, wenn der andere Arm nach vorne ist, mache ich einfach plus 2. So geht das ganz einfach. Das ist dann bei jedem 15. Frame. So, das war's dann schon. Ja, perfekt. Und jetzt könnt ihr das noch mit dem Kopf machen. Da macht man das aber nur sehr leicht. Erstmal müssen wir machen, dass der Kopf nicht sich gleich bewegt als der Oberkörper, denn ihr seht hier, es ist so, als hätte er eine Stange im Kopf durch den Körper. Und damit wir das nicht haben, nehmen wir hier den Kopf. Keine Ahnung, warum der jetzt schon Keyframes hat. Ist auch eigentlich egal. Hier machen wir jetzt minus 1 oder beziehungsweise plus 1. Damit der Kopf nicht ganz gerade ist, aber auch nicht genau gleich wie der Körper. So. Und so. Perfekt. Und ja, das war's eigentlich schon mit der Animation. Die könnt ihr dann natürlich so lange ziehen, wie ihr möchtet. Hier könnt ihr natürlich etwas auch nach vorne beugen. Einfach nur, damit das nicht so alles so gerade ist. Und ja, das war's dann aber eigentlich schon mit der Animation. Und ja, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr gerne für Tutorials haben wollt, dann kann ich das gerne machen. Und ja, das Einzige, was ich jetzt noch hier machen könnte, wäre, dass wir die Beine immer etwas ja, auseinander haben, damit die nicht so aneinander kommen. Das hätte man auch am Anfang machen können, denn jetzt müsste man das immer so machen. Ist jetzt etwas unvorteilhaft. Mache ich aber jetzt noch schnell. So. Moment. Kopiere ich den dann einfach so und setze den hier ein. Dann hier und hier. So. Dann noch schnell mit dem anderen Fuß und dann war es das auch schon. So. Kopieren wir hier. So, warum hat das jetzt nicht geklappt? Okay, hat's. So. Und so. Kopieren. Einfügen. Okay. Moment, einfügen. Perfekt. So Leute, hier noch eine kleine Info am Rande und zwar habe ich vergessen zu sagen, dass ihr aufpassen müsst, dass jetzt die Beine doch
ganz gerade werden. Hier seht ihr das. Und zwar macht ihr dagegen einfach Folgendes. Ihr geht hin zu diesem Frame und macht das Bein etwas zurück, so dass es nicht mehr gerade ist. So. Das macht ihr einfach bei jedem Frame. Und dann auch hier bei dem anderen Bein, habt ihr es auch gesehen. Da macht ihr das dann einfach etwas nach vorne. Hier genauso. So. Damit wir eine gute Animation haben. So. Hier wird es auch nochmal gerade. Einfach wieder etwas zurück. Könnt auch etwas hoch, damit ihr nicht so weit zurück müsst. Ist aber eigentlich nur so, dass das Bein nicht ganz gerade ist. Das gleiche macht ihr wieder hier. So. Okay. Dann wahrscheinlich wieder hier. Ne, okay, ist zu Ende. Okay, das war's dann mit der kleinen Info. Und ja, das war's dann mit der Animation. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine positive Bewertung dalassen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.